Du hast den B-Führerschein, willst jetzt aber auch Roller fahren? Na, was gibt's denn da überhaupt für Führerscheine und welche Fahrzeuge passen dann dazu? Bleib dran, denn in dem Video verrate ich dir alles zum Thema Rollerfahren mit dem B-Führerschein. Aber wieso sollte man das Auto stehen lassen und auf zwei Räder wechseln? Wir sind gerade bei Yamaha Rainer und wie ihr sehen könnt, die haben Autos und Motorräder. Und dieser Mazda da, der schaut nicht nur schick aus, er bietet mir auch alles, was meinen Alltag komfortabler macht. Schutz vor Wind und Wetter, viel Stauraum und Komfort. Dazu noch ein Radio für meine Musik und Klimaanlage und Heizung, wenn man mal kälter oder ein bisschen wärmer ist. Das heißt, er bietet mir alles, was mir den Alltag eigentlich schöner und komfortabler macht, wenn ich zur Arbeit fahre. Aber man darf Roller nicht missachten, denn das sind praktische Gefährte. Sie bieten mir ein bisschen Stauraum für die täglichen Erledigungen. Sie brauchen weniger Sprit, das heißt, ich spare Geld im Alltag. Und noch dazu sind sie deutlich kleiner, das heißt, ich finde in der Stadt leichter einen Parkplatz. Das bedeutet also, Roller sparen Zeit, Geld und Platz. Aber das sagt nicht nur ich, sondern auch die AG Zweirad, der Verband der Motorradimporteure in Österreich. Und die haben 2022 eine Studie durchgeführt. In dieser Studie, die sich auf Österreich bezieht, zeigt die AG Zweirad, welchen Unterschied Roller und Motorräder bereits in 2022 machten. Beginnen wir bei der Zeit. 1,6 Millionen Stunden an Zeit sparen diese Fahrzeuge pro Jahr, einfach weil sie am Stau vorbeifahren können. Weiter geht es mit dem Platz. 1000 Fußballfelder an Parkfläche könnten bereits eingespart werden, denn Roller und Motorräder brauchen nur ein Drittel von dem Platz, den ein Auto zum Parken benötigt. Aber wie sieht es mit dem Geld aus? Manche Roller und Motorräder sind echte Spritsparwunder. In 2022 konnten durch diese Fahrzeuge 43 Millionen Euro an Treibstoffkosten gespart werden. Der CO2-Ausstoß ist in den meisten Fällen auch geringer als beim Auto, also retten wir eigentlich schon die Welt. Wenn ihr noch mehr zu dieser Studie erfahren wollt, findet ihr den Link in der Videobeschreibung. Wir wissen nun also, dass Roller Platz, Geld und Zeit sparen. Aber was brauchst du, damit du so einen 125er Roller fahren kannst? Naja, dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Einerseits gibt es den A1 Führerschein. Der ist europaweit gültig und das ist eine ganze Führerscheinausbildung. Das heißt, es kostet Geld, du musst in die Fahrschule gehen und einen Kurs absolvieren in Praxis und Theorie. Aber wenn du schon den B-Führerschein hast, dann gibt es auch andere Möglichkeiten. Beginnen wir mit Österreich. Da gibt es den B111 Führerschein. Den kannst du ganz einfach bei einer Fahrschule oder einem Automobilclub wie dem ÖMTC machen. Dort kostet das Ganze 269 Euro. Was brauchst du noch? Du brauchst mindestens 5 Jahre deinen Autoführerschein und du musst einen Kurs besuchen, der mindestens 6 Stunden dauert. Dann darfst du so einen 125er Roller oder ein 125er Motorrad bewegen. Bei unseren Freunden in Deutschland ist das System jetzt auch angekommen vor ein paar Jahren. Dort ist es ein bisschen komplizierter und ein bisschen teurer. Der Führerschein bzw. die Führerscheinerweiterung heißt B196 und dafür muss man zur Fahrschule gehen. Je nach Fahrschule kostet diese Erweiterung 600 bis 950 Euro und man braucht dafür 5 Jahre den B-Führerschein, man muss mindestens 25 Jahre alt sein und in diesem Kurs werden mindestens 4 Theoriestunden und 5 Praxisstunden fällig. Aber auch dann, wenn man das Ganze gemacht hat, dann kann man auch einen 125er Roller bzw. ein 125er Motorrad in Deutschland mit dem B-Führerschein fahren. Das sind also die Möglichkeiten, einen 125er Roller zu fahren. Und was gibt es da für Roller? Den hier zum Beispiel. Yamaha NMAX 125, den haben wir uns heute exemplarisch mitgenommen. Und es ist, finde ich, schon ein toller Vertreter in dieser Klasse. Er wird von Yamaha als ein Sportscooter dargestellt. Das heißt, man hat hier einen hohen Durchstieg, weil da dahinter der Rahmen verläuft. Also keinen flachen Durchstieg, muss man mögen. Aber was man dadurch hat, ist ein sehr stabiles Fahrverhalten. Wir haben zwar nur kleine Räder, aber man merkt bei diesem Aufbau einfach, dass da mehr Steifigkeit im Rahmen drin ist, weil er eben weiter oben liegt. Und somit kann man damit auch entspannter über Hügel fahren, über Bodenwellen, ohne dass der ganze Roller scheppert. Das wird dem Namen Sportscooter da schon gerecht. Hier der NMAX, der hat 12,2 PS auf 131 Kilogramm Gewicht
Und es ist, finde ich, ein angenehmer Begleiter für die Stadt, weil es leicht zu handeln. Wir haben sogar eine Stadtstoppautomatik dabei. Das heißt, wenn ich zur Ampel zurolle und dann stehen bleibe, schaltet sich der Motor automatisch an. Und sobald ich am Gas ziehe, startet er gleich wieder und ich kann flüssig losfahren. Höchstgeschwindigkeit liegt in dieser Klasse so rund um die 100 km/h. Aber dort will der Roller gar nicht hinkommen. Der ist hier zu Hause in der Großstadt und hier fühlt er sich auch wohl. Unter der Sitzbank haben wir ein Staufach, das ist relativ lang und lang gezogen. Das heißt, ein Jethelm und Kleinzeug wie einen Rucksack kriegt man da schon unter. Aber für den großen Einkauf würde es sich dann natürlich empfehlen, ein Topkiss hinten drauf zu schnallen. Das bietet Yamaha auch im Zubehör an. Also wenn man auf diesen niedrigen Durchstieg verzichten kann und einen sportlichen, hübschen Roller haben will für die Stadt, ist der Yamaha NMAX 125 eine echte Empfehlung. Kostet in Österreich 3.549 Euro, das heißt echter Kampfpreis mit japanischer Qualität. Aber es stellt sich natürlich die Frage, wenn man einen B-Führerschein hat und einen Roller fahren will, ist es dann genug Leistung und sind das auch genügend Räder? Denn es gibt noch die Dreirad-Kategorie, aber da gibt es wieder eigene Regelungen zum Führerschein und das schauen wir uns jetzt an. Willst du dir all die Erweiterungen und Kurse sparen? Na dann kannst du auch einfach das kaufen, einen Dreiradroller. Denn den kannst du ganz einfach mit dem B-Führerschein fahren. Wobei, so einfach ist es auch wieder nicht. Also in Deutschland musst du mindestens 21 Jahre alt sein und in Österreich musst du den B-Führerschein für mindestens 5 Jahre besitzen. Außerdem müssen auch die Roller einige Voraussetzungen erfüllen, wobei eigentlich alle Dreiradroller am Markt erfüllen inzwischen. Und zwar brauchen sie vorne eine Spurbreite von mindestens 46 cm und sie müssen eine Fußbremse im Fußbereich haben. Erfüllt dieser Tri-Seater 300, das heißt, man kann einfach aufsteigen mit dem B-Führerschein, losfahren und Spaß haben. Und will man auf so einen Dreiradroller setzen, na dann könnte ich den hier empfehlen. Yamaha Tri-City 300, den wir heute bei Yamaha Rainer ausgefasst haben. Es ist eben ein weiterer Roller in dieser Dreiradklasse mit 300 Kubik. Wir haben 29 PS auf ein Gewicht von 239 Kilogramm. Das heißt, man liest schon heraus, das ist eher ein schweres Gefährt. Und wenn man sich so ein Fahrzeug kauft, so einen Dreiradroller, muss man das bedenken. Diese Fahrzeuge sind die meisten immer eher größer und eher schwerer. Es gibt sie zwar auch in der 125er Klasse, da sind sie kompakter, auch der Tri-City zum Beispiel, aber diese Roller merkt man, finde ich, schon immer ihr Gewicht, also vor allem im Vorantrieb merkt man dann, dass diese maximal 15 PS der A1 Klasse mit diesem Mehrgewicht, das die Vorderradkonstruktion mit sich bringt, einfach nicht zurechtkommen. Also mein Tipp wäre, wenn ihr euch so einen Dreiradroller kauft, nehmt euch gleich einen 300er wie diesen Tri-City 300. Und vor allem muss man auch sagen, wenn man mal drauf sitzt, ist das Gewicht okay. Während der Fahrt merkt man es nicht so, vor allem weil man diese doppelte Stabilität hat in der Front. Also es heißt ja immer, ja, solche Dreiradroller, die fahren sich wie ein normaler Zweiradroller. Finde ich nicht. Ich finde, sie fahren besser und angenehmer, weil man einfach über Kanaldeckel drüber fahren kann und weiß, okay, mindestens ein Rad hat vorne noch gescheiten Grip, da kann ich entspannter drüber fahren. Auch wenn man Ganzjahresfahrer ist, ist das das perfekte Gefährt, weil man eben die doppelte Sicherheit hat an der Front. Und das macht einfach einen Unterschied beim Gefühl der Sicherheit, wenn man in der Stadt unterwegs ist. Ansonsten, wenn ich da auf diese Front blicke, das ist sehr massiv, das heißt, wir haben einen guten Windschutz. Man merkt doch, es ist sehr an die Autofahrer angelehnt, die eben mehr Komfort haben wollen, einen USB-Stecker noch vorne im Lenker haben wollen. Das heißt, es ist schon wirklich sehr auf Komfort ausgelegt und eben darauf, dass man entspannt und sicher von A nach B kommt. Was ich sehr cool finde bei diesen Dreiradrollen ist, wie man auch hier schon sieht beim Tri-City, er kann ohne Ständer stehen, denn diese Vorderradkonstruktion bringt meistens ein Stabilitätssystem mit. Das heißt, wenn ich zur Ampel zuroll, beim Yamaha ist es so, dass wenn ich unter 10 km/h bin, kann ich vorne die Achse sperren und er kippt mir nicht mehr um. Ich muss dazu sagen, ich habe es jetzt noch nicht geschafft bei der Ampel, weil es ist ein System, daran muss man sich rantasten, da muss man das Vertrauen drin haben und das braucht einfach seine Zeit. Eine Zeit, die ich heute nicht hatte, aber ich habe das schon bei anderen Rollern in dieser Klasse, die ich gefahren bin, probiert und es funktioniert dann irgendwann wirklich, dass man zur Ampel fahren kann und die Beine gar nicht mehr am Boden stellen muss. Das ist schon, finde ich, wirklich cool und vor allem auch hier so zum Parken ist das praktisch, wenn man dann die Feststellbremse zieht, dann rollt er nicht mehr hin und er steht einfach auf seinen drei Rädern, ohne dass man da irgendwie einen Ständer ausklappen muss. Was ich bei diesen Dreiradrollern noch abschließend dazu sagen will, ist, wenn ihr darauf steigt, nur mit dem B-Führerschein und keinerlei Erfahrung davor hattet mit so einem Gefährt, dann nehmt euch die Zeit. Bucht einen Fahrsicherheitskurs und lernt dieses Fahrzeug kennen.
stürzt euch bitte nicht gleich in die Innenstadt, denn das ist eine Fahrdynamik, die muss man erstmal kennenlernen. Egal, ob das jetzt zwei Räder hat oder drei Räder, das ist ein ganz, ganz anderes Gefühl als im Auto, als im Mazda, den wir vorhin gesehen haben. Das sollte man lernen und das sollte man behirnen, begreifen, bevor man sich wirklich in den Verkehr stürzt. Also mein Tipp, nehmt euch das bisschen extra Geld in die Hand und bucht euch so einen Kurs, damit ihr euch sicher damit fühlt, weil sonst habt ihr auch keinen Spaß, ihr seid so frustriert und ihr setzt dann gleich wieder aufs Auto und lasst es nur in der Garage stehen. Also achtet auf eure Sicherheit, dann habt ihr mehr Spaß. Und ich habe gerade gesagt, nehmt das Geld in die Hand. Denn wenn man auf so ein Fahrzeug setzt, muss man Geld in die Hand nehmen. Der Yamaha Tri-City 300 kostet in Österreich ab 9.049 Euro. Das heißt, es ist schon mal eine Stange mehr Geld im Vergleich zum NMAX 125. Dafür hat man auch mehr Luxus, mehr Sicherheit und man muss keinen zusätzlichen Kurs besuchen. So, ich habe mich jetzt durch die Innenstadt von Wien noch kurz, ich glaube, das Schaf hinter der Kamera, will mir noch ein bisschen eine Sightseeing-Tour geben und dann sehen wir uns später zu einem Fazit. Einmal verfahren habe ich es dann doch geschafft. Ich bin zurück bei Yamaha Rainer und ihr seht es hinter mir, es steht Stau in ganz Wien, hat den ganzen Tag heute nicht anders ausgeschaut und ich denke, man könnte dieses Problem zumindest bekämpfen, indem mehr Leute auf Roller umsteigen. Vor allem, wenn man so in die Autos reinschaut und da sitzt meistens nur eine Person drinnen. Das heißt, man könnte sich sehr, sehr viel Stau ersparen, vor allem wenn die Leute an Tagen wie heute, wo es ja richtig schön ist, auf einen Roller umsteigen würden. Aber das ist halt mein Wunschdenken. Ich hoffe, man kann es umsetzen. Meine letzten Gedanken zu diesen beiden Fahrzeugen. Ja, Yamaha NMAX 125, das ist der kleine, der kompakte, der wendige. Der macht halt, finde ich, richtig Spaß in der Stadt, weil er ist quirlig, er ist baut tief unter einem und der macht dann wirklich Spaß, um da durch die Kolonnen zu zirkeln, wenn man es sich traut und kann. Ich weiß, der Schaf hat es gemacht. Und dann daneben der Tri-City 300. Absolut erhabenes Gefährt. Wann immer ich den Schaf gesehen habe auf dem NMAX und er bei Straßenmaschinen aufpassen musste, bin ich einfach drüber gepflügt. Also das ist ein wirklich entkoppelndes Fahrzeug. Man ist wirklich erhaben über der Straße. So fühlt man sich auch, als wäre man besser als die anderen Rollerfahrer. Aber natürlich, er ist größer, er ist wuchtiger. An der Kolonne vorbeischlängeln braucht man ein bisschen mehr Mut. Aber wenn man längere Strecken vorhat und vielleicht auch mehr Stadtautobahn fahren will, dann ist es eine wirklich tolle Option, um eben das Auto stehen zu lassen und ein bisschen mehr den Verkehr hier einzudämmen in der Stadt. Ja, würde mich abschließend natürlich noch interessieren, was eure Meinung dazu ist, ob ihr vielleicht gerade dabei seid, umzusteigen. Würde mich natürlich sehr freuen, eure Kommentare dann dazu zu lesen. Und ansonsten würde ich euch nur bitten, lasst uns beiden im Schaf hinter der Kamera und mir einen Daumen hoch da, den beiden mächtigen Yamaha-Rollen, die uns heute hier durch Wien begleitet haben, natürlich auch einen Daumen hoch. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war spannend für euch. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis bald. Tschüss und Baba.